Hallöchen, 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 herzlich willkommen zurück zu The Rivers of Alice Extended Edition. Wir können jetzt hier irgendwie die Lichter durchschalten. Muss ich alle anmachen, oder was? I don't know. Verstehe ich nicht. Das sind die Sterne, die gehen dann direkt wieder aus. Also Moment, der geht nicht immer ein nach links, aber da, wo keine Vorhänge sind scheinbar, da geht er hin. Und der geht immer eine Reihe runter. Aber wie komme ich denn dann da hin? Also ich habe da jetzt alle Lichter an. Ich nicht verstehe. Den Mond können wir auch nicht anklicken. Oder muss ich schneller sein und alle Sterne anklicken? Nee. Okay, wir gehen nochmal zur Faulheit zurück. Ich kann gerade gar nicht weg. Hä? Dann machen wir alle wieder aus, oder was? Achso, da komme ich wieder raus. Okay, super. Oder Moment, muss ich... Moment. Wir gucken mal, wie die Sterne da links sind und so probieren wir mal, das Licht anzumachen. Zwei in der oberen und dann hier die zwei. Frage, waren das die beiden? Natürlich auch. Nein. Die beiden. Oder die beiden sein. Huch. Ach, verdammt. Ah, okay. Es sind echt die Sternbilder, die wir nachbauen müssen. Okay, da müssen wir jetzt gucken, wie das in der Mitte aussehen muss. Das war, glaube ich, das rechte. Oder? Das ist, glaube ich, das rechte. Da müsste noch eins da in der Mitte kommen. Da. Mitte, links, rechts, unten. Ja, Mitte. Okay, dann wird es wahrscheinlich das sein. Das vielleicht? Nee, das war's nicht. Oh, warte, da sind ja zwei an. Was habe ich getan? Da macht das Glühwürmchen also wieder Licht an, ja? Das ist ja toll.
glaube, den brauche ich ja nicht. Achso, ach, ich kann jetzt unten reingehen. Ah, ich wollte also rausfinden, in welchem Zimmer... Ah, verstehe. Ich wollte rausfinden, in welchem Zimmer die Libelle ist. Kann ich jetzt hier Licht ausmachen und dann kommt die? Wesen-Computer. Diskette, ja, die haben wir doch. Nicht ins Telefon. Retro Gamer haben wir gerade den Erfolg bekommen. Passiert da jetzt noch was? Oder kommt einfach nur dieser Commodore und Atari Ladesound? Oh, da ist was. Achso, kann ich. Cool. Oh, Game Over. Okay, nochmal. Ich weiß nicht, über was ich drüber hüpfen muss. Game Over. Okay, noch einmal. Oh, Game Over. Na gut, dann nicht. Da kann ich daran wackeln. Da kann ich noch telefonieren. Nee, kann ich nicht. Okay. So, was haben wir da? Haben wir so eine Ballerina? Auch nicht. Warum macht sie denn nicht Licht aus? Dann kam die doch wieder, wenn wir Licht ausgemacht haben. Sonst was wir nutzen können? Nee. What? Ah. Ah, da werden die... Ah, sie kam nicht ran. Oh, da geht übrigens die Wand kaputt. Können wir jetzt dran? Has it already been a year? Was? Jetzt haben wir das Licht ausgemacht. Und dann müsste doch die Libelle wiederkommen und das Licht anmachen, oder nicht? Oh, jetzt dreht sich auch das Ding. 10 minus 2 minus 100. I quit my job, haben wir jetzt als Erfolg bekommen. Okay. Dann können wir da durch. Und dann sind wir hier. What? Ich dachte, hier finden wir jetzt die Dragonfly, die Libelle. Licht machen wir auch nicht wieder an, okay. Weil die ist ja nicht hier, ne? Nee, das macht ja keinen Sinn. Sagt er noch was anderes zu der Libelle, wo die jetzt ist? Den Sternen. Okay, er sagt auch nichts Neues. Dann gehen wir nochmal zur Faulheit, gucken, was der, die das noch zu erzählen hat. Die Tipps der Buchpflanzen sind nicht immer sehr nützlich. Ja, das stimmt. Da hat das Spiel recht. So, quatschen wir nochmal mit der Faulheit. Hier, was sagst du denn dazu? Sterne. Das haben wir schon gelöst. Die Muschelkette hat irgendwas mit dem Schloss zu tun. Und er will gern die Muschelkette haben. Okay. Dann nutzen wir also erstmal die Muschelkette, um das Schloss hier drüben aufzukriegen. Gucken, ob wir die einfach damit benutzen müssen oder was. Das wäre ein bisschen sehr einfach. Irgendwie müssen wir da bestimmt Zahlen rausfinden oder so. Achso, ja gut, wir können jetzt natürlich auch hier lang gehen. Geht vielleicht ein bisschen schneller als der andere Weg. So eine kleine Abkürzung hier. Na.
Habe ich ja schon mal gesagt, dass ich den Grafikstil sehr mag. Dieses Wasserfarbenartige finde ich sehr schön. So, schauen wir uns das mal an. Okay, kann ich hier auf mein Inventar zugreifen? Nein. Oder sagt er mir, ich probiere es mal damit zu benutzen? Nee, okay. Dann gebe ich das mal der Geduld. Und vielleicht gibt er uns ja dann Infos, wie das Schloss aufzumachen ist. Nee, aber der will das doch haben. Der? Hatten wir noch einen Jungen gesehen? Ich bin gerade sehr verwirrt. Aber er sieht auch, er zeichnet eigentlich so aus wie er da. Und dann kommen wir nämlich wieder hier hin. Können wir nochmal mit ihm reden? Wie hilft uns denn dieses Amulett, diese Kette? Er hat die Kette genommen, die haben wir ja schon gekriegt. Hatte der jetzt da irgendwie hier auf dem Boden gezeigt? Das sah ein bisschen so aus. Nee, hat er nicht. Warum können wir ihm die denn nicht geben? Und will die doch haben, oder nicht? Muscheln aus dem Sand hat er aufgereiht. Das geht auf, dann kommen wir zum Dings. Da Kette. Diese Kette. Die hat er, die haben wir ja. Übersehe ich denn hier? Kann ich mir die irgendwie angucken? Nee. Ich würde mir die Kette ja mal gerne genauer angucken, dass ich die irgendwie... Aber ich sehe die ja nicht wirklich. Nur hier vielleicht. Das ist gleich das. Das verstehe ich nicht. Er ist traurig und dann hat er die Kette und ist auch fröhlich. Aber wir können ihm die Kette nicht geben. Muss ich hier nochmal graben hier? Dann kann ich nur angucken. Ach so, oh. Muss ich jetzt alle... Hä? Moment, welche muss ich denn nehmen? Das würde ich gerne wissen. Kann ich das auch irgendwo sehen, welche ich dann nehmen muss? Welche? Moment. Hallo? Hallo? Ich würde gerne mit ihm quatschen. Welche Muscheln muss ich denn dann nehmen? Sag mir das mal bitte. Da waren sie. Also ich hoffe mal, dass das die sind. Ich mache mir da gleich mal ein Foto von. Weil sonst vergesse ich das wieder. So, kching, da haben wir das Foto gemacht.
So, dann gucken wir mal, ob wir diese Muscheln dann auch hier finden. So eine Shell, so eine lange, so eine. Shell? Bleibt die denn? Ah, okay. Dann so eine. Dann so eine. Dann so eine. Und dann so eine. Ha! Alphabets that man does not understand. Okay, und jetzt haben wir hier noch eine Buchpflanze. Ja, sorry, dass ich mir das abfotografiert habe, aber das hätte ich mir niemals merken können, welche das sind. Die Flut hat mir namenlose Muscheln gebracht, aus denen das Kind eine Kette mit einem Alphabet macht, das der Erwachsene nicht versteht. Kann ich das jetzt damit benutzen? Okay, dann will er die Kette bestimmt jetzt haben, ne? Hoffe ich mal. Ja! Ah, okay. Hahaha. Und ich mache wieder ein Foto. Und ich probiere es mir mal zu merken. Ist so ein Vorspul F, so ein Antennenmast und ein halbes Smiley-Face. Vorspul F, Antennenmast. Was? Vorspul? Ich habe schon wieder vergessen. Ich bin sehr vergesslich. Vorspul F, Antennenmast, halbes Smiley. Vorspul F, Antennenmast, halber Smiley. Vorspul F, Antennenmast, kleiner halber Smiley. Vorspul F, Antennenmast, halber Smiley. Vorspul. Was ist das? Weiß ich nicht. Antennenmast. Halber Smiley. Das war es nicht. Das war's. Ach ja, jetzt habe ich es auch erkannt. The Doors of Desire. Neues Lied freigegeben. Wer bist du denn? Die Lüge. Okay. Mit der kann man nicht sprechen. Okay. Mit den Spiegeln kann ich auch nichts machen. Uns auch überall normal, oder? Ja. Wir spiegeln uns überall normal. Mit der Lüge kann ich nicht sprechen. Warum nicht? Warum kann ich mit der Lüge nicht reden? Okay. Will immer noch wissen, wie das mit der Spinne geht. Warum ist die scheinbar nicht genug abgelenkt, sondern hält uns immer davon ab, an der Sanduhr rumzuspielen? Wie können wir das verhindern? Ding. Probieren nochmal hier darum zu spielen, aber das geht ja wahrscheinlich nicht, weil wir erst mehr Sand in die Sanduhr machen müssen. Da läuft nämlich die Zeit aus.
Warum? Hä? Verstehe ich nicht. Naja, werde ich mich nächste Folge mit beschäftigen. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Bis zum nächsten Mal bei The Rivers of Alice Extended Edition. Macht's gut. Tschüsschen!